Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der auch dir hilft, deine Leidenschaft zu finden. Und dabei ist es egal, ob im Beruf, im Sport oder im Privatleben. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin der Athleten- und Expertenagentur. Und in meinem Podcast triffst du Menschen mit außergewöhnlichen und besonderen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Und genau so einen habe ich euch heute wieder eingeladen. Sein Name ist Jörg Kundrat. Und wenn du wissen willst, was Familienmenschen und Mindset Movers, wie er dazu kam, wie das entstanden ist, dann bleib dran, weil das erfährst du nach dem Intro. Ja, lieber Jörg, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen in meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Hallo Andrea, total schön, dass ich da sein darf. Danke. Jörg, viele kennen dich ja von LinkedIn, die verfolgen, was du machst, was du tust. Aber vielleicht für unsere Zuhörer und Zuschauer, vielleicht ganz kurz deine Geschichte, wie du zu Familienmensch und Mindset Movers gekommen bist. Sehr, sehr gerne. Ich beschreibe mich immer gern erstmal als Familienmensch und Unternehmer. Es hat sich so entwickelt. Aber wie bin ich eigentlich zu dem, was ich heute mache, gekommen? Familienmensch und Mindset-Movers. Und da möchte ich ein bisschen ausholen. Also letztendlich hatte ich immer schon den Wunsch, mal was Eigenes zu machen. Und während meiner Zeit bei Amazon, ich war also nach dem Studium zuerst bei Amazon, hatte ich die Idee für eine eigene Firma und konnte mir dann was ausbauen. Das war 2011 und 2014 hätte mein Leben eigentlich gar nicht besser sein können. Meine erste Firma war super erfolgreich und ich bin zum ersten Mal Vater geworden. Es war wirklich für mich so richtig, richtig toll. 3 Wochen danach, nach der Geburt meiner Tochter, bin ich dann an Krebs erkrankt. Und die beiden Ereignisse, also Geburt in Verbindung mit der Erkrankung, haben natürlich bei mir so ein Denkprozess ins Leben gerufen. Also ich habe mir einfach ganz andere Fragen gestellt, so wie es vielleicht viele kennen, die Eltern werden. Da passiert mit einem was, aber dann noch in Verbindung mit der Krankheit, da kamen dann einfach so Fragen, okay, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was kommt jetzt im nächsten Abschnitt meines Lebens? Und ich habe mich dann in der Folge ganz, ganz viel mit mir selber beschäftigt. Also ich habe wirklich mich coachen lassen, Trainings besucht. Ich habe eine Mentaltrainerausbildung gemacht. Und in dem Zusammenhang festgestellt, dass wenn ich andere, also auch meine Kinder und meine Mitarbeiterinnen führen, inspirieren und ja auch ein Vorbild sein möchte, dann darf ich erstmal lernen, mich selbst zu führen. Mhm. Und mir ist klar geworden, dass ich eigentlich 3 Ziele habe. Ich möchte zum einen ein liebevoller, ich sag mal, Familienmensch sein und bleiben, also Beziehung zu meinen Kindern aufbauen. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist, ich möchte auch als im Beruf weiter wachsen. Und da vorankommen. Und das Dritte ist, und das wusste ich halt durch die Erkrankung, und ich bin auch seit ich 18 bin chronisch erkrankt, Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Ich darf dafür auch Sorge tragen, mental und körperlich so fit zu sein, dass ich die beiden ersten Ziele erreichen kann. Und in dem Zusammenhang hab ich auch festgestellt, okay, das, was ich richtig gut kann, also das waren damals Sachen über Amazon zu verkaufen, dass mir das gar keinen Spaß macht. Ich möchte das gar nicht mehr, sondern ich möchte mehr am Wachstum von Menschen arbeiten. Deswegen habe ich die erste Firma verkauft und Mindset Movers gegründet. Und Mindset Movers ist letztendlich ein Unternehmen, was ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung in die Welt tragen möchte. Und wir glauben, das passiert eh. Weil immer mehr Menschen sich dafür öffnen, aber wir möchten dazu einen Beitrag leisten. Also ihr habt ja auch eine ganz tolle Zahl in den Raum gestellt, weil ich habe das gelesen und ich konnte es gar nicht fassen. Jörg, sag uns mal, was euer Ziel ist. Genau, also wir möchten bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen erreichen. Also nicht wir selber brauchen also keine 10 Millionen Kunden, aber wir möchten dazu beitragen, dass 10 Millionen Menschen in Deutschland erreicht werden. Weil wir glauben, wenn 10 Millionen Menschen sich für positive Philosophien begeistert haben, also ist egal, ob das jetzt Mentaltraining ist oder gewaltfreie Kommunikation und so weiter, dann ist aus unserer Sicht die Welle gebrochen. Dann ist das sowas wie das Allgemeinwissen, ja. Also dann ist das Allgemeinwissen, weil jeder irgendjemand kennt, der damit in Verbindung ist, weil wir glauben,
dass es total wichtig ist. Und wenn man mal damit angefangen hat, sich mit sich zu beschäftigen, dann ist man mehr im Reinen mit sich, mehr in Verbundenheit mit sich selber und dann auch automatisch mehr in Verbundenheit mit seinem Umfeld, mit der Natur. Und ja, auch gesellschaftliche Herausforderungen lassen sich dann vielleicht lösen. Bitte? Ja, auch im Umgang mit seinen Kollegen. Was ich ja ganz wichtig finde, ist ja, Jörg, du hast es ja gesagt, du bist Familienpapa. Wenn wir als Eltern das Leben erleben und vorleben, dann bekommen ja unsere Kinder auch eine Chance, nochmal ganz anders Werte und was wichtig ist im Leben zu erleben und vorgelebt zu bekommen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt bei dir, gell? Absolut. Ich möchte gerne ein Beispiel geben. Und zwar, wir reden häufig bei der Beziehung zwischen Eltern und Kindern von bedingungsloser Liebe. Und ja, ich möchte meine Kinder bedingungslos lieben. Aber was setzt denn das eigentlich voraus? Das setzt eigentlich aus meiner Sicht voraus, dass ich mich selbst eigentlich bedingungslos lieben kann. Das stimmt. Weil sonst ist es total schwierig. Also was nehmen dann meine Kinder mit, wenn ich abends vor dem Spiegel stehe und sage, oh, ich sehe aber nicht gut aus und hier bin ich ein paar Fettpölsterchen und das. Und sie merken einfach, der Papa, der liebt sich, also der ist nicht im Reinen mit sich. Dann kriegen die natürlich einen anderen Blick auf sich selber und machen sich dann natürlich auch vielleicht runter. Und wir möchten das ja eigentlich nicht. Wir möchten ja eigentlich, dass unsere Kinder bedingungslose Liebe spüren von uns selbst, aber natürlich auch von sich selber. Und vor allen Dingen sich auch so akzeptieren, wie sie sind und wie sie aussehen. Und ob da einer jetzt dunkle Haare hat, helle Haut, dunkle Haut, dicker ist oder dünner ist, sportlicher ist oder musikalischer ist, intelligenter ist. Jeder ist was Besonderes. Und das ist ja das, was du auch zum einen den Kindern zu Hause mitgeben willst, generell allen mitgeben willst und was du ja auch in deinem Programm gerne weitergeben willst. Erzähl mal, Jörg, dein Programm, wer sich dafür interessiert. Liebe Zuhörer, kein Stress, natürlich sind unten in den Shownotes alle Links drin, wo ihr den Jörg findet, wo Familienmensch ist, wo die Mindset Movers ist, wo der Podcast vom Jörg ist, alles drin. Aber jetzt für die Zuhörer einfach auch, um Gefühl dazu zu bekommen. Wenn sie sagen, boah, ich möchte einer von diesen 10 Millionen werden, was kann ich machen? Wo muss ich hin? Wo kann ich mich melden? Genau, also wir haben bei Mindset Movers unterschiedliche Formate, die wir natürlich in die Welt tragen wollen. Wir haben ein Leadership-Programm, aber auch mein ganz persönliches Herzensprojekt, das ist Familienmensch. Und familienmensch.de ist ein super guter Start, sich das mal anzuschauen. Und letztendlich geht es bei Familienmensch darum, wie bekomme ich Beruf, Familie und meine eigenen Bedürfnisse in Einklang? Weil das ist so ein bisschen mein Leben seit 2014. Jetzt heute habe ich 3 Kinder, aber 2014 ging meine Reise los mit der Geburt meiner Tochter. Und ich habe letztendlich alles quasi in Familienmensch reingepackt, was ich auf dem Weg lernen durfte. Also das ist nicht keine lose Theorie, das ist wirklich gelebt. Und Familienmensch, kannst du dir als Zuseher, Zuhörer vorstellen, ja, das wird eigentlich sowas wie eine Community von Familienmenschen. Und das Programm ist letztendlich so ein 15 Wochen Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dir das eben gelingt, wie du einen neuen Blick auf dein Leben kriegst, um wirklich alle relevanten oder alle Lebensbereiche wirklich miteinander zu vereinbaren, zu harmonisieren und in Einklang zu bringen und dann ja einfach mehr Leichtigkeit auch im Leben zu haben. Kann da jeder mitmachen? Oma, Opa, Kinder ab 14, 15, keine Ahnung. Kann jeder da mitmachen? Genau, also jetzt für Familienmensch ist eigentlich so gedacht, wirklich für Eltern. Genau, aber es ist letztendlich so aufgebaut, dass selbst wenn du noch keine Kinder hast oder du sagst, okay, ich bin Single und betreue meine Mutter, oder mein Vater. Auch da wirst du total viel rausziehen aus Familienmensch, weil Familienmensch beschäftigt sich ganz viel mit deinem Warum, was ist dir total wichtig, was ist deine Absicht im Leben und wie willst du das erreichen, was machst du dafür, wie gestaltest du deinen Tag, deine Woche und kriegst dann ganz, ganz, ganz tollen neuen Blick auf dich und hast einfach viel mehr Bewusstheit und Zielorientierung in deinem Leben und ist nicht mehr alles so unbewusst und vielleicht auch kontraproduktiv in deinem Alltag. Aber ich könnte auch, wenn ich jetzt so bei Familienmensch bin oder das mitlebe, auch wenn ich jetzt sage, boah, ich habe da ein Problem oder ich brauche da Hilfe, dann komme ich ja aus der Community auch von anderen, die das schon erlebt haben,
auch Information, Erfahrung zurück oder gespiegelt, wo ich da dann entscheiden kann, Mensch, das ist eigentlich toll, kann ich auch machen, bin ich noch nie drauf gekommen, oder? Absolut, das ist eben der Gedanke an der Familie Mensch Community. Es gibt die Möglichkeit, sich auszutauschen unter den Teilnehmern. Und beispielsweise, wenn du die Frage hast, ja, ich suche ein Geschenk für ein 9-jähriges Mädchen jetzt zu Weihnachten oder zum Geburtstag, was könnt ihr mir empfehlen? Oder welche Medien, welche YouTube-Kanäle, welche Podcasts sind wirklich außergewöhnlich gut und transportieren, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung mit? Was kennt ihr da? Oder ich bin hier in München und suche einen Babysitter. Wer von euren Babysittern hat noch Kapazität und kann mir jemand empfehlen? Also genau das, dafür soll die Familie Mensch Community da sein. Dankeschön. Und Mindset Movers? Das Genau. War ja der andere Begriff, den ich am Anfang mit in den Raum gegeben habe. Und da müssen wir unsere Zuhörer auch abholen. Was sind Mindset Movers? Genau, Mindset Movers, also Familie Mensch ist ein Programm, das Mindset Movers anbietet. Mindset Movers, also das sind aktuell meine 22 Kollegen und Kolleginnen und ich. Und wir haben unterschiedlichste Formate, eben wie unter anderem Familienmensch, um für dich den nächsten Schritt zu machen. Also wir sagen oft immer, persönlicher Erfolg folgt persönlichem Wachstum. Also wenn du in irgendeinem Bereich wachsen möchtest, dann soll Mindset Movers die Anlaufstelle letztendlich sein. Also so ein anderes Programm ist Leadership 21, das richtet sich an Führungskräfte, also Menschen, die andere Menschen führen und einfach da viel den nächsten Schritt gehen möchten. Und Mindset Movers dürfen sich alle vorstellen wie ein Plattenlabel. Ja, und Plattenlabel hat ja zum Beispiel unterschiedliche Künstler unter Vertrag. Ja. Und mit den Künstlern machen sie Alben, die machen eine Konzerttour, vielleicht bringst du ein Buch raus oder einen Vortrag. Veranstaltung oder Buchlesung oder genau, whatever oder alles. Ja. Genau, und Mindset Movers hat keine Künstler unter Vertrag, sondern wir nehmen außergewöhnlich gute Trainer unter Vertrag. Und mit den Trainern machen wir keine Konzerte und Bücher, sondern wir machen mit denen Seminare, Online-Trainings und Vorträge und in der Richtung. Also das ist so ein bisschen die Analogie, so kannst du dir das vorstellen. Und ihr stellt es im Prinzip dann so zusammen, wie jemand nach seinen Bedürfnissen im Prinzip was braucht. Ihr macht ja auch, wenn jemand zu euch kommt, was brauchst du, was fehlt dir, wo willst du hin? So dass du im Prinzip, oft kriegen ja gerade unsere Nachwuchsführungskräfte an der Uni viel gelernt, was inhaltlich, fachlich alles richtig ist. Aber so Leadership fehlt ja oft. Und da braucht solche Firmen wie euch, die einfach auch unseren neuen Führungskräften oder den Führungskräften von morgen das auch mitgeben, was Leadership ist. Und wenn das dann Leadership wird, was nicht auf, wer hat die meisten Stunden und wer war am längsten im Büro und weiß ich was ist, sondern dass es darum geht, auch miteinander menschlich umzugehen, untereinander fair miteinander zu arbeiten. Und dann kommt ja auch wieder Familienmensch dazu, so dass die Familie auch zu Hause nicht zu kurz kommt. Dann ist das ja eine ganz andere Art von Führung, gell? Absolut, absolut. Jetzt zum Beispiel auch unser Leadership-Programm, das macht Gerge Gallam. Gerge war früher Ingenieur bei Bosch und hat dann eine große Abteilung geleitet und hat sich dann vor Jahren dann schon weiterentwickelt in einer Philosophie. Und da geht es auch ganz, ganz viel um dich als Mensch. Also das ist eine ganz besondere Leadership-Philosophie. Also wenn die Ergebnisse in deinem Team nicht stimmen oder es ist nicht leicht im Team oder Konflikte werden nicht leicht gelöst, dann hat es immer auch was mit dir zu tun. Und genau darum geht es in dem Leadership-Training. Spannend. Jörg, eine Frage noch. Hinter dir steht ein wunderbarer Spruch. Ist das dein Motto, was du dir jeden Morgen sagst, wenn du dir die Augen aufmachst? Oder generell? Genau, also hinter mir steht Embrace Every Day, also letztendlich umarme jeden Tag. Und 2019 war ich auf einem Seminar, eine Woche lang auf so Meditations-Retreat und habe da für mich festgestellt, da hat quasi derjenige, der das geleitet hat immer gesagt, embrace the unknown, also umarme das Unbekannte.
Und ich habe das für mich so mitgenommen und sage, okay, ich war immer in der Vergangenheit sehr, sehr verkopft und habe immer versucht, immer für jegliche Eventualität gerüstet zu sein und habe versucht, immer alles planen zu wollen und habe quasi letztendlich dem Unbekannten oder der Veränderung, die im Leben kommt, gar nicht so mit offenen Armen begegnet, sondern ich wollte das eigentlich schon vorher durchdacht haben. Und das ist für mich so eine Erinnerung, wenn man sagt, hey, umarme einfach mal jeden Tag, auch die Herausforderungen, die kommen, weil letztendlich kannst du in jeder Herausforderung immer wachsen. Und nimm einfach mal auch das Unbekannte und jeden Tag einfach an. Und weil alles im Leben ist für dich. Und jetzt auch rückblickend jetzt mit meiner Krebserkrankung oder mit meinen chronischen Erkrankungen, war natürlich keine schöne Erfahrung, aber rückblickend habe ich da unfassbar viel lernen dürfen. Und rückblickend sage ich gerne immer, alles im Leben ist ein Geschenk, nur manchmal ist es scheiße verpackt. Und genau mit der Haltung möchte ich eigentlich ran und deswegen immer die Erinnerung, wirklich jeden Tag und alles zu umarmen. Das ist aber ein schönes Wort, weil leider ist nämlich unsere Zeit schon wieder fast rum. Und ich wollte eigentlich fragen, was du unseren Zuhörern mitgeben willst, aber eigentlich hast du es eben so schön gesagt. Umarme jeden Tag, nutze die Chancen, die du hast. Sag du die letzten drei Sätze. Genau, nutze ich möchte das einfach fortführen. Und alles im Leben ist ein Geschenk. Oftmals erkennt man das in dem Moment, in dem das passiert, gar nicht. Aber alles im Leben ist für dich. Mit der Haltung wünsche ich mir eigentlich, dass du, der da zuhörst, durchs Leben gehst. Dankeschön. Also, Danke liebe dir. Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Jörg, wir hören uns sicherlich wieder, weil jeder von uns will wissen, wie sich Familienmensch weiterentwickelt hat. Tausend Dank für deine Zeit und bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.